Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Signs of Life in der Version 04.5.1. Man könnte sagen, das Spiel ist schon etwas älter. Herausgekommen, also released im Early Access 2014 im Februar. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir das auch gekauft gehabt, aber bisher noch nicht wirklich gespielt, ausprobiert ja, aber nicht wirklich gespielt, weil es halt noch Early Access und Alpha und es war sehr beschränkt im letzten Jahr noch von der Funktionalität her und ja, das hat sich jetzt eigentlich mit den letzten Updates relativiert gehabt. Es ist durchaus umfangreicher geworden und ja, dann will ich das Ganze mal ausprobieren. Als neue Serie auf meinem Kanal jetzt in Bezug Singleplayer. Weil, ja, es hat was von Terraria oder Starbound. Ein bisschen was Minecraft-mäßiges auch dabei. Aber halt alles sehr schön verpackt und umfangreich, teilweise etwas komplex. Und ich denke mal, dass wird auch später, wenn es Multiplayer kriegen sollte, es ist zumindest angedacht, auch auf unserem Sandbox-Kanal Einzug finden, weil es ist einfach von der Idee her schon ziemlich cool gemacht. So, wie gesagt, neues Format. Dann werde ich jetzt mal einen neuen Charakter erstellen. Die umfangreiche Auswahl, die man hier hat, erstmal den Kind einen Namen geben. So, Köpfe hat man zwei zur Auswahl. Nehme ich den ersten. Schaut, passt, wie immer. Weiße Haare und Bart. Oh, das sieht gut aus. Und dem Jungen noch einen vernünftigen Anzug geben. Oh, das ist cool. Die Schuhe passen zwar gar nicht. Sneaker. Ja. Schwarze Schuhe oder doch lieber die weißen. Oh, komm, die weißen passen. Ja, so würde ich sagen. Charakterstellung. Eigentlich recht schnell. Ja. Und dann wollen wir mal den Planeten generieren lassen. Es ist auch für später geplant, eventuell auch Reisen im All zu anderen Planeten, Starbound-like. Und ja, wie gesagt, das hat wirklich Potenzial, das Spiel. Und ich denke mal, das passt auch ganz gut hier auf meinem etwas indie geprägten Kanal oder auch zur Sandbox. So, dann stürzen wir mal eben gekonnt mit der Rettungskapsel ab. Und ich hoffe, jetzt kann ich die Rettungskapsel auch noch ein bisschen bewegen. Weil das war leider in der ersten Testaufnahme nicht der Fall. Da bin ich auf so einem Vieh gelandet. Das hatte also nicht ganz so funktioniert. Aber es scheint jetzt zu gehen. Ja, ich kann mich... Ja, Batterie ist aus. Ja gut, das ganze Spiel im Moment noch auf Englisch. Ob jetzt eine deutsche Lokalisation geplant ist, kann ich noch nicht sagen. Aber man kommt ja auch gut mit dem Englischen klar. So, das ist hier Aegis, unser kleiner Handcomputer, wenn man so will. Der ist auch dafür da, um hier Rezepte und so weiter und so fort zu sammeln, Sachen zu analysieren und uns auf übelste Weise voll zu quatschen, wenn ihm mal langweilig ist. Ja gut, das ist jetzt nicht weiter wichtig, das auch nicht. Inventory Menü. Ja, I'm already super bored. Ja, ist klar. So, zum Menü kurz die Erklärung. Wir haben hier eine Menüleiste, wie man es das vielleicht auch von Spielen in dem Bereich kennt. Nur halt hier schon die erste Neuerung, das sind Mehrfachmenüs. Das heißt, alles, was in meiner Tasche ist,
wird automatisch oben reingruppiert, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mein Multitool. Das habe ich in verschiedenen Variationen. Ja, mit Scanner. Ja, weiß ich. Eggies, Ruhe. Den habe ich in verschiedenen Variationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Nehmen wir mal an, ich nehme jetzt eine Pistole. Eine Pistole und hier diese... was ist das für ein Ding? Eine Flairgun. Tauchen die automatisch oben in der Leiste auf. Und dann auch wirklich unter Waffen, dass ich alles in einem Tab habe. Das ist ziemlich interessant gelöst. So. Nehmen wir auch mal dieses... Ja, da haben wir schon gesehen, der kriegt also diese Rezepte, also was heißt Rezepte, Baupläne quasi, erkennt er, wenn man Sachen aufhebt. Das Ganze haben wir halt hier drin unter Crafting. Da wird dann auch... Gucken, ich habe ja gerade einen Bullet aufgesammelt. 9mm Pistol. Quasi die Baupläne analysiert halt Eggis und packt dann halt in mein Crafting Receipt als Crafting Rezept halt in dieses Menü rein. Genauso wie der Reiter Projects. Da kann ich also so Sachen wie Türen bauen und super tolle Geräte. Soweit bin ich auch noch nie gekommen. Zumindest beim Testspiel noch nicht. Wir haben auch ein Charaktermenü, wo wir halt Sachen ausrüsten können, wie jetzt zum Beispiel Helme, Hüte, Handschuhe, Panzerung vor allen Dingen und ja, im Grunde wirklich nicht schlecht. Dieses Multitool hat einige interessante Funktionen. Zum einen habe ich hier einen Laser, womit ich Sachen abbauen kann. Und das ist eigentlich nur zum Anfang, um quasi Blöcke und so weiter gewinnen zu können. Dann habe ich einen Scanner. Also die Minimap, das ist die Minimap hier. Dieses verpixelte Ding kann ich auch quasi mit M aufrufen und das gibt mir quasi eine Übersicht über die nähere Umgebung. Meinen Scanner kann ich auch benutzen, um jetzt Erze aufzuspüren. Das geht alles hier oben von meiner Energie ab. Und Erze werden halt auf der Minimap auch farblich dargestellt. Ist eigentlich ganz brauchbar, wenn man natürlich jetzt weiß, welche Erze welche Farbe haben. Könnte das durchaus funktionieren. Das Ganze kann man auch automatisieren mit diesem Button hier. Dann scannt der Scanner quasi kontinuierlich. Die Map kann ich dann ausmachen und dann kann ich erforschen gehen, das Gebiet. Verbraucht halt nur meine Energie. So, das ist der Scanner. Dann haben wir noch so ein schönes Pickup-Tool. Mal den Scanner mal aus. Was mich in die Lage versetzen sollte, Sachen aufzuheben. Wenn das denn mal funktioniert. Ja, jetzt Grab Laser. Ja, da. Sollte ich aufheben können. Ja, da ist es. Also alles, was hier in meiner Einflusssphäre quasi rumfliegt, hebt dieser Laser dann halt auf. Ist natürlich auch durchaus brauchbar. Wenn man jetzt zum Beispiel hier so einen Baum fällen würde, der würde wie bei Terraria, weiß ich gar nicht, was es war, aber bei die heißen alle gleich, die Spiele. Starbound. Richtig, bei Starbound zerfällt der Baum ja auch in tausende von Stücke und da hilft dieser Grabbing Laser ungemein,
die ganzen Sachen wieder aufzusammeln. Das kann ich aber auch mal eben machen, weil ich brauche eh, glaube ich, später Holz. Ja, da ist der Baum weg. Und dann fangen wir mal an, die Sachen aufzusammeln. Es soll wohl auch hier einen Tag-Nacht-Zyklus geben. Dass es nachts dann halt wirklich dunkel wird. Ich habe zwar noch meine Taschenlampe hier. Das sieht man jetzt schlecht, weil es noch hell draußen ist. Aber halt so eine Taschenlampe, ich kann auch irgendwie Eggs ausschalten, wenn mir die zu schwer auf die Nerven geht. Pain Station. Ne, kann ich doch nicht. Damit kann ich sie nur befragen. Okay, ich habe gedacht, ich könnte sie ausschalten. Wäre so schön gewesen. So. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich habe ja auch noch ein GPS. Das ist quasi die Karte nochmal. Jetzt nicht so über der Hand schwebend, sondern als kleine, also als normale Karte kann man es ja nicht nennen. Das ist einfach nur ein paar Pixel aneinandergereiht, also so ein Scan-Profil. Aber schon ein schönes Goodie. So, was wir natürlich zuerst brauchen oder machen sollten, ja, okay, danke, Aegis. Ist das Crafting. Ich müsste theoretisch Material genug haben für eine Torch. Pucci habe ich ja schon. Die brauche ich also nicht. Die sammelt irgendwie Erze und so einen ganzen Driss ein. Mortar, Small Saw. Subtorch. Aber so ein Lagerfeuer wäre natürlich nicht schlecht. Mal gucken. Wooden Bow, Patchwork. aus Holz, ja, Patchwork. Super, ich kann mir eine Rüstung aus Holz bauen. Kennt man ja aus Minecraft vielleicht. Jo, Patchwork, das kann ich mir herstellen. Super geil. Gut, die Flare Gun, das ist auch nicht, noch nichts Interessantes. Der GPS-Tracker. Wooden Board, was haben wir denn? Achso, damit kann ich Bretter herstellen. Rubber. Und Sulfur, also Schwefel. Aber was ich eigentlich suche, ist das Campfire, ne? Eigentlich suche ich das Campfire. Oder steht das hier drunter? Ach, da ist es. So, ich brauche 7 Steine. Oder was ist das? Grey Rock, genau. 7 Grey Rock und Sticks. Sticks habe ich ja schon. Dann muss ich vielleicht nochmal nach einem Firestarter suchen. Das wäre mal eine Maßnahme. Aber anscheinend habe ich das noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich auch so einen kleinen Stein aufsammeln. Damit Aegis das Rezept kriegt. Käfer. Oh, da haben wir den kleinen Stein. So, damit sollte es mir jetzt möglich sein, den Firestarter zu bauen. Da ist er. Den Firestarter. Weil das ist Flint, richtig. Dann machen wir hier mal Craft. So, Firestarter haben wir. Brauchen wir nur noch kleine Steine. Natürlich scannen wir weiter hier unsere Umgebung.
Also mir persönlich ist hier noch ein bisschen zu viel los eigentlich an Tierwelt. Ich kann mich auch irgendwie ducken. Ich weiß nur nicht wie. Da. Aber das wird sich wahrscheinlich alles relativieren irgendwann. Die Hühner kann man noch füttern für später. Aber jetzt erstmal hier alles schön aufsammeln. Und meine Energie ist irgendwie komplett leer. Aber ich denke mal, ich dürfte genug Steine haben. Ich habe sogar Wolle. Okay. Es gibt ja auch Strukturen. Da ist diese. Agus hat ja von dieser Station gesprochen. Die werden wir bei Zeiten auch mal suchen gehen. Aber hier haben wir noch ein bisschen Wolle. Und dann wollen wir jetzt mal ein Lagerfeuer machen, würde ich sagen. Ach nee, das ist Project. Campfire können wir durchaus schon herstellen. Aber wo ist das jetzt gelandet? Ach, ich habe noch nicht genug Steine. Und wie man merkt, wird es auch jetzt schon wieder dunkel. Sieben Steine brauche ich. Sechs, einen noch. So, Steine genug. Achso, den Scanner sollten wir vielleicht mal wieder einschalten. Ist eigentlich ganz cool gemacht, weil der baut nicht sofort alles auf. Der braucht so ein, zwei Umläufe. Bevor hier den ganzen Bereich eingescannt hat. Da komme ich wieder nicht rüber. Mit Anlauf. Geht doch. Also ich denke mal, der Hunger ist, glaube ich, noch nicht im Begriffen. Also ich werde jetzt wohl nicht verhungern. Das soll hier mein Magen darstellen. Und wenn ich jetzt Sachen essen würde, sagen wir mal hier von diesen formschönen Glauben oder was das sein soll. Dann fühlt sich mein Magen ein wenig. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Lebensregeneration dann. Das ist noch alles noch etwas basic, aber er ist ein bisschen gefangen, war. Kommst nicht raus, ne, komm raus. Alles noch etwas basic, aber. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall deutlich besser als vor einem Jahr noch. Und jetzt sollte ich das Campfire auch placen können, genau. So, Campfire ist geplaced. Und den Firestarter habe ich, glaube ich, auch schon gebaut eigentlich. Und meine Katze sitzt mir gerade vor meiner Tasche. Kater. Komm, mach dich mal weg da. So, den Firestarter. Und das Ganze hervorragend. Na komm, du Schaf. Bist gegrillt. Ja, Schaf im Feuer. Coole Nummer. Okay, habe ich jetzt gebratenes Fleisch aufgesammelt? Nein, Wolle. Okay, the campfire has plenty of fuel left. Ja komm, Schweinchen, lauf du auch nochmal da durch. Fängst du nochmal an zu brennen.
Und es war doch Fleisch. Oder? Raw Meat? Warum war das denn raw? Das ist doch durchs Feuer gelaufen. Kann doch nicht. Aber ich könnte mir jetzt theoretisch hier so ein bisschen Futter machen. Müsste ich jetzt eigentlich. Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich das Werkbankgeräusch kommt. Aber ich habe zumindest gegucktes Red Meat. Komm, Schaf, nochmal durchlaufen bitte. Nee, doch nicht. Doch, komm. Och, lauf doch nochmal durchs Feuer. Oder du Vieh. Jawohl. Ich glaube, die Viecher geben, ja, geben Leder. Und da fängt das Schaf nochmal an zu brennen. Arme Viecher laufen durchs Feuer und verbrennen einfach. Ja gut, dann kann ich nochmal ein schmackhaftes rotes Fleisch machen. Und ja, ich denke, das soll es auch erstmal gewesen sein als quasi Einstieg in Science of Life. Immerhin habe ich schon geschafft, diese Folge ein Lagerfeuer zu machen. Meine Tasche sieht ein bisschen chaotisch aus. Ich gucke mal, ob ich das nicht vielleicht schön sortieren kann. Und ja, ich schaue mir das mal an, wie eure Reaktionen darauf sind, ob euch Interesse interessiert oder nicht. Ihr könnt mir ruhig einen Daumen nach oben da lassen oder einen Daumen nach unten. Das hilft mir eigentlich ziemlich in der Entscheidung, ob das vielleicht Zukunft hat auf meinem Kanal oder nicht. Und ja, dann danke fürs Zusehen und dann vielleicht zum nächsten Mal bei Science of Life.